man kann die Penisgröße justieren. Was? Wie? Warum? Warum gibt's... Hä? Plötzlich hat er Interesse. Liebe Leute, dies ist ein Disclaimer. Tino hat Probleme mit seinem PC und die ersten, ich glaube, 17 Minuten... Eher so 22. ...klingt seine Stimme etwas seltsam. Danach wird es besser. Aber es lag nicht an mir, es lag an der Technik. Das stimmt. Tino, schön, dass du es doch noch geschafft hast, beziehungsweise dein PC sich mit dem saftigen Internet, aus dem wir ein schönes Aloha rübersenden, zu verbinden. Ja, die Technik, du, sag ich dir, wird nix. Setzt sich eh nicht durch. Ich glaube auch. Das hat keine Zukunft. Ich hole auch bald meinen Rechenschieber wieder raus. Aber ich bekomme einen neuen Rechner, habe ich jetzt gerade, ist mir aufgefallen. Mein Bruder holt sich einen neuen Rechner, dann kann ich einen brandneuen PC, der erst 3 Jahre alt ist, mir hier hinstellen. Da bin ich wieder voll Hightech. Das kenne ich doch, Tino. Ich habe doch 3 Geschwister. Ich musste doch immer die getragenen Unterwäschen von meiner Schwester tragen. Ich kenne das doch. Ungewaschen, ja. Ja. Das wird einmal quer durch die Familie gereicht, bloß nichts Neues kaufen. Aber dadurch habe ich Dinge wertschätzen gelernt, weißt du? Man muss nichts wegschmeißen. Man kann auch einfach noch ein bisschen länger dran festhalten. So wie wir am Brennpunkt Internet, weil der ist nämlich geil. Hallo Leute. Er ist wieder auferstanden. Er war tot geglaubt, aber du weißt ja, tot geglaubte leben länger. Ja, das ist richtig. Was nicht richtig ist, ist, was diese Woche alles so passiert ist. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal in eigener Sache, Tino. Ich habe gestern 6 Stunden Roblox gespielt. Was zur Hölle ist falsch mit mir? Ich kenne das Spiel ja auch nur so vom Hingucken so ein bisschen. Ich weiß nicht, worum es da so richtig geht, aber alle reden darüber. Ja. Das große neue Ding Roblox wahrscheinlich, keine Ahnung. Na, das ist halt gar nicht so neu. Es ist einfach zum Meme geworden, weil die Grafik ist halt nach wie vor ein bisschen räudig. Obwohl gestern habe ich eine Map gesehen, die hatte fast fotorealistisches Wasser. Also ich habe eine Horrornacht angefangen und das Spiel war irgendwie... Also der Chat hat entschieden, dass ich auf Albtraum spiele, also super schwer, ohne Anzeigen, ohne alles. Und ich bin halt echt den Hauptteil nur ziellos in dunklen Räumen hin und her gelaufen. Dann vor geschlossenen Türen gewesen und so weiter. Und das war einfach dumm. Und deswegen habe ich dann etwas noch Dümmeres gemacht, nämlich Roblox spielen. Ist es auch gruselig, ja? Du kannst quasi, das ist eher ein Baukasten, um Spiele damit zu machen. So. Aha. Und da gibt es dann halt Community-Hub-mäßig ganz viele verschiedene Sachen, die natürlich auch von minder guter Qualität sein können. Das Highlight gestern war das schlechteste von allen, nämlich ein IQ-Test, der in ganz schlechtem Englisch von so einem 12-jährigen Kind scheinbar irgendwie gemacht wurde. Richtig groß. Da war eine der Fragen, Hast du bestanden? Ich habe bestanden, ja. Mein IQ war bei 195, glaube ich. Eine Frage war, wer ist der intelligenteste Mensch der Welt? Ja, beantworte mir das, Martino. Na Robin, oder? Nee. Ich habe auch erst Me eingegeben. Das war meine erste Antwort. Ich würde sagen Albert Einstein oder Stephen Hawking. Alter, was, Tino? Du bist so klug. Es war halt wirklich Albert Einstein. Echt? Ja, es war so dumm. Was hast du eingetippt? Ja, also man muss da so lange tippen, bis man es hat quasi. Und wir sind dann auf Albert Einstein gekommen. Ich hatte vorher noch Me, You, I, dann Stephen Hawking. Und dann hatten wir auch Einstein und dann standen wir da ewig und dann hat irgendjemand noch Albert Einstein eingegeben. Großartig. Ja, weil er ist doch so die Figur, ja, wenn du über kluge Männer sprichst, kluge Menschen, da kommt dir doch zuallererst Albert Einstein in den Kopf. Also mir zumindest. Mir würde da eher Stephen Hawking einfallen, aber beide, keine Ahnung, klügster Mensch, fuck off, keine Ahnung. Naja. Ja, ob das so stimmt, ob er echt der Klügste war, wissen wir ja nicht. Das, wie gesagt, das hat ein Wanst gemacht. Was zum Glück kein Wanst gemacht hat, ist ein kleiner Skandal aus der letzten Woche, den ich vergessen habe zu erwähnen. Das wollte ich nochmal ausrollen. Es hat nämlich eine Russe, ein Kollege von mir quasi, nur nicht auf derselben Plattform, gestreamt. Und der hatte eine Freundin dabei und das ist irgendwie, da ist eine längere Chronik von, der ist nicht so nett zu dir. Und der hat Geld dafür bekommen, die irgendwie zu misshandeln. Typical Russia Things. Bitte? Von ihr Geld bekommen? Nee, vom Chat.
und einer hat 1000 Dollar oder was sind das? Rupi? Rubel? Rubel, weiß ich nicht, was die haben. Dafür bekommen, vielleicht waren es auch 1000 Dollar, was weiß ich, auf jeden Fall 1000. 1000 Geld hat er dafür bekommen, seine Freundin in die Kälte raus auf dem Balkon zu sperren. Und 2 Stunden später war sie plötzlich tot. Nein, echt? Ja. Wie verfährt man in so einer Situation, Tino? Macht man A, einen schnellen Anruf zur Polizei? Macht man B, einen schnellen Anruf zur Feuerwehr? Macht man C, einen schnellen Anruf zu einem Krankenwagen? Oder macht man D, noch 2 Stunden weiter streamen? Ja, weiter streamen, keine Frage. Natürlich streamt man weiter. In erster Linie holt man erstmal die Leiche vom Balkon, zieht die rein, sagt, oh, ich glaube, meiner Freundin geht's nicht gut. Die atmet nicht mehr. Und dann legt man die aufs Sofa, setzt sich auf den Stuhl zurück und streamt 2 Stunden. Das ist ja echt krank. Super skurril. Super, super skurril. Holy shit. Die haben auch vorher sich irgendwie schon öfter gestritten. Auch sie war irgendwie schon, hat ihn mal mit dem Messer bedroht und so. Also, ich wollte gerade fast sagen, vielleicht ist es ja auch so ein Ding von den beiden, weißt du, dass die so eine Rolle spielen und sie wissen, dass er Geld bekommt, wenn er so tut, als würde er sie misshandeln. Dann machen die halt so einen Deal miteinander, aber wenn sie jetzt gestorben ist dabei, dann ist es ein bisschen Overacting. Ein bisschen. Oder Method Acting. Die hat sich halt richtig reingefühlt, Mann. Respekt. Ja, also an sich. Ach, hallo, guck mal hier. Och, warte mal. Hier kommt gerade ein Dion rein. Warte mal, wolltest du nicht erst morgen kommen? Nee, heute. Echt? Ja. Shit. Ja, sonst hätte ich dein Zimmer doch leer. Okay. Oh. Komm, hau weg. Wenn es gerade schlecht ist, dann komme ich ein anderes. Wir nehmen gerade nur Brennpunkt auf. Ist okay, Dion. Keine Sorge, habe ich da auch schon draußen gehört. Aber ich wollte gerne im Brennpunkt sein, wenn du schon über Roblox redest. Ja, Roblox. Hier, warte. Das ist ja praktisch. Jetzt hören mich die Leute und Tino hört mich, ich höre Tino aber nicht. Dion, du bist endlich mal in einem richtigen Brennpunkt. Ja, ich hatte da gerade was im Ohr. Ja. Hallo Dion! Ja, shit, ich habe halt noch Wäsche bei ihm im Zimmer gehabt. Richtig asozial, Alter. Der ProSieben Dion, gut. Toll. Ein Star hier im Brennpunkt. Das Einzige, was asozialer ist als mein Wäscheständer in Dions Zimmer ist der Russe, der seine tote Freundin. Egal, irgendwann kam die Polizei und dann wurde der Stream beendet. So, nächstes Thema. Was ging diese Woche, Tino? Wer noch nicht tot ist, ist ein berühmter Querdenker. Es gibt keinen Namen, aber es gab eine Meldung von einem Arzt in einem Uniklinikum, dass ein berühmter Corona-Leugner und Querdenker jetzt ganz schwer an Corona erkrankt sei und... Uiuiui. Hat das mal so stehen lassen in der Öffentlichkeit. Das ist auch wieder eine Überraschung. Übrigens. Man weiß aber nicht, wer es war. Es gibt einen neuen Guess. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier publishen darf. Herr Rotes sagt, wir schaffen die 1000 Toten pro Tag. Das ist aktuell realistisch. Nachdem die 10.000 ja easy überschritten wurden, haben wir jetzt quasi eine neue Wette am Laufen. Obwohl ich, also er hat das einfach gesagt. Er hat einfach gesagt, die 1000 Toten werden kommen. Und ich sag mal, das gute alte Weihnachten ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, was dieses Ziel angeht. Denn die Leute, oh, ich lass mir mein Weihnachten nicht mehr wegnehmen. Man kennt's ja von MCM bis wer auch immer sonst noch. Ja, Leute, scheiß auf Weihnachten, ganz ehrlich. Ja, ich kann das schon verstehen. Es ist das erste Weihnachten jetzt mit Corona und so weiter. Und selbst Merkel war ja sehr emotional. Hast du ihre Rede gesehen oder gehört? Ja. Wo sie auch gesagt hat, ja, es tut mir auch im Herzen leid. Ich weiß, dass bei diesen ganzen Budenbesitzern auf den Weihnachtsmärkten viel Liebe drin steckt. Und man will die Großeltern sehen. Aber es geht eben gerade nicht bei den Todeszahlen. Und vielleicht können wir auch einmal auf Weihnachten irgendwie verzichten, auf so große Feiern, einfach um Leben zu retten. Ja. Ich bin echt gespannt, was quasi da hängen bleibt als ihr Legacy. Ob das irgendwie so, weil sie ist ja irgendwie die Krisenkanzlerin immer gewesen. So auch mit 2015 und so. Und jetzt hier, eigentlich ging es ja Deutschland zahlenmäßig ganz lange sehr gut. Und jetzt müssen wir halt gucken, weil also
Ich weiß nicht. Der, ja, weil sie locker gelassen haben. Also ja, der Lockdown-Light war vielleicht einfach ein bisschen eingeknickt Richtung der ganzen Demonstranten. Ja. Lieber statt irgendwie monatelang so ein Larifari-Ding, lieber 3 Wochen komplett zu, weißt du, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ja, sehe ich ja auch so. Und ich finde eben auch, sie hätten das durchziehen müssen. So scheiß auf die Wahlumfragen, aber es geht einfach um Menschenleben, weißt du. Ja. Ja gut, also ich glaube, sie macht sich nicht so Gedanken um ihre Wahl. Und Merkel hat jetzt sogar, ja eben, also ihr geht es ja nicht um die Wiederwahl, sie will ja wirklich was fürs Land tun. Und sie hat sogar jetzt die Leopoldina hinzugezogen, das ist diese Nationale Akademie der Wissenschaften. Und die haben ja so Empfehlungen ausgegeben, was man tun sollte, um die Pandemie irgendwie zu erleichtern, um weniger Tote zu provozieren. Da hat Merkel gesagt, wenn jetzt die Wissenschaft uns anfleht, jetzt Maßnahmen zu ergreifen und zu verschärfen, sollten wir endlich mal auf sie hören. Und ich hoffe, dass sie endlich anfangen, drauf zu hören. Dass Politiker anfangen, auf die Wissenschaft zu hören. Wow. Mal gucken, wie lange sich das durchsetzt. Nicht auf die Wirtschaft, auf die Wissenschaft. Endlich mal. Ja, ganz groß, ganz groß. Apropos vier Amtszeiten. Knossi wurde das 4. Mal gebannt auf Twitch. Zum 4. Mal? Jules ertränkt sich gleich in ihrem Jules-Wasser, in ihrem Spielwasser. Gibt's nicht irgendwann mal sowas wie eine lebenslange Sperre auf Twitch oder so nach 3 Mal? Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist das ein bisschen albern, aber ich glaube auch, und das ist eigentlich nur der Grund, warum ich das überhaupt hier mit reinnehme, die Terms of Service von Twitch werden nämlich nochmal verschärft, da kommen wir gleich mal zu, weil du bist ja Experte, was Befindlichkeiten von Protected Groups angeht. Ja, ja. Aber ja, Knossi wurde gesperrt wegen einem Arsch. Also in dem Video war ein Arsch zu sehen. Und sein eigener oder hat er auf einen Arsch reagiert? Ja, er hat auf einen Arsch reagiert. Ah. Ungünstig. Das macht man ja auch nicht. Ja, und keine Ahnung, also irgendwie die ersten 2 Bann-Dinger waren irgendwie innerhalb von einem Monat so kurz hintereinander weg. Das ist jetzt 4. Bann, das heißt halt immer Perma-Bann, aber ich weiß nicht, dieses Wort permanent ist auch nicht mehr, was es mal war. Perma-Bann ist nicht permanent, Permafrost ist auch nicht mehr permanent. Was ist das für eine Scheiße, Tino? Das ist doch kacke, wie hier die Sprache verkrüppelt wird. Ja, wie die 1-Euro-Läden, die 1-Euro-Shops, die heißen jetzt auch 1-Euro-10-Shops. Ja. So ein Scheiß. Das ist echt scheiße. Es gibt nichts mehr, woran du dich festhalten kannst. Ja. Also Tino, die Terms of Service von Twitch werden verschärft. Ab 22. Januar ist es final gültig und ich bin da so ein bisschen drüber. Also da sind viele Sachen auch verständlich. Ich habe trotzdem nur ein bisschen Sorge. Also ne, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich kenne so eine Band, ja, die hat einen Song gemacht, Feuerwehrschweine. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ging ein bisschen rum in den Medien. Hab ich gehört. Ah, okay. Gut. Und da ist ja eigentlich für viele Menschen offensichtlich, dass das nicht ernst gemeint ist, ja? Mhm. Trotzdem stören sich da ja viele Leute, nämlich die Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr, also die dämlichen Dörfler quasi, die es nicht in die Berufsfeuerwehr geschafft haben, die haben sich da ja großflächig dran gestört und waren quasi davon offended. So. Für mich persönlich, ja, ich als privilegierter weißer Cis-Mann, ist da kein Unterschied, ob das jetzt Feuerwehrschweine ist oder Bayernschweine. Okay, das Schweine ist halt schon sehr negativ konnotiert. Wenn ich jetzt sage Inderschweine oder so, dann klingt das schon irgendwie ein bisschen grausamer, ja. Aber wenn ich Ausländerschweine. Ausländerschweine, ja. Aber überleg dir, ein Song, der Ausländerschweine heißt, aber ganz offensichtlich, ne, aus der dummen Sicht eines Nazis geschrieben ist, aber jedem, der halbwegs intelligent ist, ist es klar. So, ne? Mhm. Da sehe ich persönlich keinen Unterschied drin. Natürlich kann sich der Bayer angegriffen fühlen, der Ausländer, der Inder, was auch immer, und so auch der Feuerwehrmann. Aber Feuerwehr ist jetzt wahrscheinlich keine Protected Group, hoffe ich. Obwohl auch das da wahrscheinlich da, also das steht ja da mit Profession, ne? Dass man aufgrund von Religion irgendwie gedisst werden kann, aufgrund von Nationalität, was ja auch im Grunde theoretisch jeder sein kann. Jeder kann aufgrund seiner Nationalität gedisst werden, also kann potenziell jeder irgendwie Protected Group sein, keine Ahnung. Und also kann, aber nicht muss. Und ich sehe da jetzt keinen Unterschied, weil ich als intelligenter Mensch
halbwegs bis auf Mathe. ich sehe da halt ganz klar raus, dass es nicht ernst gemeint ist, ja. Mhm. So, aber wenn man jetzt auf Twitch geht und dann eine solche Parodie, Satire, Persiflage, was auch immer macht, könnte es in Zukunft sehr, sehr schwierig werden. Und das finde ich wiederum schwierig. So, da geht's jetzt, es geht halt wirklich in erster Linie darum, also Dinge, die ich überhaupt nicht mache, irgendwie Leute irgendwie, was weiß ich, Whisper-Nachrichten und sexuelle Anspielungen und so ein Shit, das mache ich eh nicht. Das Einzige, wo es vielleicht für mich nochmal kritisch wird, wenn ich den Klöckler Rafu mache und Leute Modetipps auf den Weg gebe, weil ich offensichtlich die beste Ahnung von Mode habe, dass man zum Beispiel den Rock über den Bauchnabel tragen soll, das könnte auch in Zukunft schwierig werden, weil man irgendwie zumindest Körper oder auch so ein bisschen Kleidung nicht mehr so irgendwie zum Thema machen soll. Aber ist das denn wieder so ein Ding von wegen, dass Twitch Angst hat, Werbepartner zu verlieren, dass sie deswegen es wieder so krass einschränken wollen? Ich glaube, Twitch will halt wirklich harten Safe Space irgendwie. Hm. Also, weiß ich nicht, Werbepartner, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ey. Ja, ich muss es für mich noch irgendwie einordnen. Und es ist ja auch dann immer noch eine Frage, wie wird es umgesetzt? Ist dann ab 22. Januar irgendwie die Hälfte von Twitch gebannt? Kann das sein? So, weißt du, oder geht es im Grunde genauso weiter wie vorher? Und das ist jetzt nur, damit es in Stein gemeißelt ist, damit die was haben, um sich drauf zu beziehen. Also was zum Beispiel auch eindeutig ausgeschlossen wurde, ist irgendwie in irgendeiner Form Verschwörungstheorien, ich kriege halt die Formulierung nicht hin, aber die halt irgendwie halt auch so Holocaust-Leugnung und sowas und Nazi-Symbolik zeigen geht halt auch nicht. Das war scheinbar vorher noch nicht ausformuliert, keine Ahnung. Aber halt auch, ne, Kommentare zu Optik, ja, irgendwie Beleidigung in irgendeiner Harassment, das ist alles nochmal irgendwie klarer ausformuliert, obwohl es für mich noch mehr Grauzonen oder noch mehr Schwammigkeit macht. Weil was ist, wenn ich offensichtlich irgendwie einen Gag mache? Von mir aus, weißt du, gegen Deutsche, haha, die dummen Weißbrote, hahaha, so, ist ja eigentlich dann auch Harassment. Keine Ahnung. Aber ich frag mich gerade, das gibt's ja auch bei so Magazinen, ja, wie Titanic und Eulenspiegel, die machen ja auch Satire. Und da frage ich mich gerade, wenn du einen Twitch-Livestream machst und drüber stehen hast, weiß ich nicht, Titanic hat zum Beispiel drunter stehen, das endgültige Satire-Magazin. Da wurde mir mal erklärt von, also ich kenne den Chefredakteur, den ehemaligen, der hat mir erzählt, dass sie das machen mussten, aufgrund rechtlicher Schritte, dass sie immer sagen können, ja, wir haben groß drauf stehen, dass wir ein Satire-Magazin sind. Und es kann ja sein, dass man bei Twitch dann auch irgendwann anfängt, so als Schrift rechts oben hinzuschreiben, Satire-Stream oder sowas, um sich dann zu distanzieren. Ob das das langfristige Ziel ist. Witzig, also das war direkt meine erste Reaktion. Also ich habe das in einer Szene schon stehen, irgendwie hier Twitch, Ibims, Satiriker, der Clip ist aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, ich werde jetzt ein Stück längeren, vielleicht auch seriöseren Text tatsächlich in jede meiner Szenen einfach reinschreiben. Auch nicht nur speziell für Twitch, sondern auch für neue Leute, Alter. Also manchmal, wenn die reinkommen, weißt du, und ich dann gerade irgendwie völlig abspacke. Also es ist ja geil, ja. Aber vielleicht ist das für die auch ganz nett. Also, keine Ahnung, wie oft ich irgendwie Geschichten erzähle. Neulich zum Beispiel habe ich halt wörtliche Rede verwendet über so einen Proll-YouTuber, der halt gesagt hat, mit dem wir auf Party waren und der so ganz lange still war und aus dem Nichts dann sagt, ich gehe da jetzt hin, ich habe Bock auf 16-jährige Fotzen. So, ja. Das ist natürlich dann aus dem Kontext gerissen, haha, was ist denn jetzt passiert? Aber ich habe halt in dem Moment einfach nur eine Geschichte erzählt und zitiert. Und das ist doch, also wenn das in Zukunft nicht mehr geht, ja, dann ist doch schwierig. Dann wird es vielleicht Zeit für eine andere Plattform. Langfristig. Jetzt habe ich mich aber so auf die Kanalpunkte gestürzt, Tino. Das ist so ein geiles Ding. Mit meinem Skript und allem, richtig geil. Orwell hat es so gut hingekriegt, Mann. Ja, aber es kann ja sein, weil Twitch ist ja quasi konkurrenzlos. Es gibt ja keine Plattform, die so groß ist wie Twitch. Und so geht es ja auch irgendwie mehr. YouTube streamt ja jetzt auch mehr. Dr. Disrespect und so ist ja auch da jetzt hingewandert. Aber ja, das ist nicht das Gleiche.
Ich muss mal ganz kurz was schauen technisch, weil ich glaube nämlich, dass das falsche Mikrofon angestellt ist bei Outer City. Ach du Scheiße. Also man hört, ich sehe es ja am Ausschlag von Outer City, aber ich muss mal ganz kurz die Aufnahme kurz beenden. Moment. Also kurz stoppen. Ach du Scheiße, Alter. Der Tino, der hat nur Probleme mit seinem Rechner. Leute, geht schnell in seinen Twitch-Stream, in dem er jetzt irgendwie seit neuestem nicht mehr zu sehen ist. Und ich bin der Tino, ich erzähle jetzt irgendwas dazwischen. Spendet ihm einen, aber ich bin so, einen Rechner in den Arsch. Ich bin so blöd, ich habe keine Aufnahme an. Jetzt hat er geräuspert, der Trottel. Ja, genau. Gut, also es ist auch... Und jetzt erzähle ich wieder irgendwas und man hört aber überhaupt nicht, was man... Oh, ich bin Tino, ich bin unangenehm links, Ausländer, Rassisten raus. Oh, snap. Ach so, ja, also jetzt habe ich übrigens gerade gesagt, dass ich vermute, die Tonqualität ist nicht so gut. Brennpunkt Expertennet, wir sind hier für euch jeden Sonntag und immer besser als die Woche zuvor. Das kann ich so unterschreiben. Ibims, der Tino, die Partei, ich streame jetzt immer, aber dann bin ich selber gar nicht im Stream zu sehen. Ich bin Pläde. Mhm, ja, ja, ja. Ja, genau. Ach du Scheiße, ich glaube halt wirklich, dass die Tonqualität nicht so gut ist. Ich werde die jetzt erstmal ganz kurz überprüfen, wenn das okay ist. Also du kannst ja so lange, wie ich erzähle, dann allein Alleinunterhalter machen. Ja, also, dann müssen wir jetzt damit leben. Außer du kannst von mir aus auch auf Discord die Ranzqualität einschalten, aber... Nee, das ist ganz dumm. Ganz dumme Idee. Nee, jetzt ohne Spaß, pass auf. Ich höre jetzt am besten einfach mal in den Clip rein, den ich schon habe. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Leute, habt ihr auch ein bisschen Angst? Nee, ihr wisst es ja. Die Qualität ist scheiße wie Sau. Scheiße, Alter. Vielleicht kann ich da mit ein paar Filtern noch was raushauen, aber oh fuck, Alter. Das ist wirklich hier, das ist dieses Premium-Podcasting, von dem man immer hört. Wirklich, Quality-Content, danke. Tino, dein PC macht einen Arsch hoch, sieh's ein. Ja, bitte, ich brauch Geld, ich brauch PC, sonst kann ich nicht über Discord mit Leuten reden. Bitte helft mir. Mach mal kurz, ich erzähl so lange, dass Cyberpunk rausgekommen ist. Denn wir sind auch noch... Jetzt erzähl ich was. So ist es jetzt richtig geil. Jetzt höre ich Tino nämlich in Ranzqualität. Ah, Ranzqualität. Aber ich habe immer noch keine Aufnahme. Geil. Ja, das ist super geil, ne? Jetzt musst du halt wirklich Alleinunterhalter machen. Mach das mal. Also, Cyberpunk ist rausgekommen, liebe Leute. Es ist in aller Munde, außer in Tinos Mund. Der kennt sich mal wieder überhaupt nicht aus mit Videospielen. Das geht ja gar nicht. Aber... Sternstunde des Brennpunkts. Ich kenne mich aus mit Videospielen. Ich kenne mich allerdings gar nicht so sehr aus mit Cyberpunk, weil ich bin nur so 50% überhaupt gehypt, weil so dieses ganze Setting, auch deswegen musste ich Alien Isolation ein bisschen abbrechen, denn dieses ganze außerirdische Raumstation-Ding, ich bin an Star Wars einfach übersättigt durch meine Kindheit. Ich habe mir das intravenös gegeben, jeden Tag rauf und runter und ich kann es zurzeit einfach nicht mehr sehen, dieses futuristische. Cyberpunk schon noch ein bisschen eher als so komische verlassene Raumschiffe. Und außerdem natürlich eine Storytelling und Open World und Free Roaming und Autofahren, ja. Das ist schon geil und Multiple Choice und alles. Aber ich bin nicht so ganz gehypt und scheinbar brauche ich auch erstmal nicht gehypt zu sein, denn das große Meme diese Woche ist, Cyberpunk ist völlig verbuggt von vorne bis hinten, ganz, ganz schlimm und wahrscheinlich noch am allerschlimmsten auf PlayStation und Xbox One, also den alten Last-Gen-Generation-Konsolen und da gab es Vergleichsbilder, PC, mit sehr stimmungsvollem Ambiente und dann PlayStation 4, die irgendwie, also das, da sieht das Spiel aus wie so ein frühes PlayStation 3 Spiel, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm ist. Ich meine, immerhin, vielleicht sage ich das erst, wenn Tino wieder voll am Start ist. Ja, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich bin jetzt bei beiden quasi mit meinem Mikrofon dabei. Ah, toll, schön. Toll, toll, toll. Wir müssen, glaube ich, wir müssen ein Disclaimer machen, glaube ich, am Anfang der Sendung und sagen, dass es besser wird nach 17 Minuten ungefähr. Wir machen einen Disclaimer. Tino, du weißt natürlich, was das allerwichtigste und beste Feature von Cyberpunk ist, richtig? Genau, es wird nämlich zum Spiel eine Irokese mitgeliefert. Ja. Nein, Tino, pass auf, folgendermaßen, man kann die Penisgröße justieren. Was? Wie? Warum? Warum gibt's
Hä? Plötzlich hat er Interesse. Warum man kann zwischen Penisse? Drei Größen wählen und man kann wählen, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Warum sieht man denn Penis in dem Spiel? Weil das ein sehr fortschrittliches, ein progressives Spiel ist und Penen sind etwas ganz Normales. Das weiß ich ja, aber das überrascht mich gerade. Ich frage mich nur jetzt frage ich mich, also wie verträgt sich das denn dann mit Twitch, wenn du das streamst und auf einmal ist da ein Schnippes zu sehen? Wie soll das denn gehen? Es kann sein, dass es ein Problem mehr gibt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich google gerade mal Cyberpunk Penis. Mach das mal. Das will ich jetzt mal sehen. Ja, also das Spiel ist halt komplett verbuggt. Ich habe einen Bug zum Beispiel gesehen. Da haben sie sich sehr darüber gefreut, dass jede Hose, egal welche Hose man angezogen hat, es hat immer der Penis vorne rausgeschaut. Das ist einer der vielen, vielen Bugs. Also ich warte dann noch. Außerdem an PlayStation 5 an sich habe ich gerade auch noch nicht so Interesse. Ich habe echt Bock, mal diesen Controller auszutesten. Und ich hätte schon richtig Bock aus Prinzip, eine PlayStation 5 mir zu holen. Aber A, habe ich kein Geld. B, gibt es einfach überhaupt noch kein Spiel für mich, was relevant ist, so ein Investment zu machen. aber ich habe halt schon seit der PlayStation 3 habe ich mir keine Konsole mehr gekauft. Das ist ewig her. Und deswegen, so auf meiner Agenda steht das schon. Aber mal gucken, ob es dazu kommt. Also da muss es schon echt ein, zwei wirkliche System-Seller für mich geben. Und das gibt es aktuell irgendwie nicht. Also ich habe hier zu Hause nicht eine Konsole rumstehen, weil, also ich hatte früher immer jede Konsole irgendwie nach 2 Jahren, wenn die dann rausgekommen waren erst, so PS2, PS3, PS4. Also seit ich ausgezogen bin, lege ich mir sowas irgendwie nicht mehr zu. Weil es ist für mich nicht mehr lohnt, weil früher habe ich noch immer nach der Schule rumgehangen zu Hause, hab gezockt und so und jetzt bin ich ja irgendwie anders und habe einen anderen Lebensstil. Aber ich finde so Playstations, also so die neuen immer ziemlich nice und zocke auch sehr gerne, aber ich muss mich erstmal dazu zwingen. Aber wenn ich mal dabei bin, dann habe ich voll Spaß dabei, tatsächlich. Also wenn Dragon's Dogma 2 rauskommt und das für die Next Gen ist und mein PC das nicht schafft und eigentlich will ich es auch nicht am PC. Eigentlich, ich bin halt echt, also ich bin mein Leben lang Konsolenspieler gewesen. Ich zocke nur am PC, wenn ich streame. Und deswegen, oh fuck, Alter, wenn Dragon's Dogma, oh Gott, Dragon's Dogma 2, egal, Cyberpunk auf jeden Fall. Völlig verbuggt. Die News der Woche, alle regen sich auf. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil das CD Projekt Red ist, die das Spiel entwickeln und die eigentlich bisher im Großteil der Gamer-Szene noch einen guten Ruf haben, verzeiht man das irgendwie mehr. Weißt du, wenn irgendwie so ein Call of Duty so verbuggt auf den Markt käme, würden die alle das übelst abhaten. 0 von 10 und so. Und Cyberpunk kriegt sehr, sehr gute Bewertungen, auch bei den Spielern. Haha, lustig, guck mal, Bugs. Und nicht, oh, das geht mir auf den Sack. Und dabei ist Cyberpunk schon so hart mit Crunch verbunden. Sprich, die Entwickler mussten so hart Überstunden machen und quasi irgendwie so 16-Stunden-Tage, weißt du, dass sie richtig durchknüppeln. Und es ist immer noch nicht fertig. Die hätten das halt eigentlich noch mal ein Jahr verschieben müssen. Aber ja, da hätten dann wieder die Consumer hätten gesagt, ich will jetzt meinen Cyberpunk, ich warte da so lange drauf. Leidet der Entwickler. Das kann ja auch irgendwie zum Spiel dazugehören, ja, dass man irgendwie Bugs entdecken kann und so, wenn es das Spiel nicht beeinträchtigt, wenn jetzt ein Pimmel rausguckt aus so einer Hose, meine Güte, ist doch lustig. Ist lustig, ja. Und gerade bei Skate 2 habe ich die Glitches am meisten geliebt, weil die dafür gesorgt haben, dass du quasi, naja, ich sag mal, Superkräfte hattest sozusagen. Du konntest halt höher, schneller, weiter, weißt du? Und die ausnutzen. Aber also so reproduzierbare Glitches waren das auch. Und hier ist es wahrscheinlich nicht so oder weniger so, weißt du? Also wenn es einen Glitch gäbe, wo du irgendeine Tastenkombination drückst und auf einmal dein Auto in die Luft springt oder sowas, ich glaube, das würden alle feiern, aber irgendwie haha, ich fahre jetzt hier durch eine Wand durch, weil irgendwie die nicht richtig gerendert ist. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Das war ja bei WWE 2K20 jetzt so gewesen, dass das Spiel so verbuggt und schlimm ist, dass sogar die ganzen WWE-Livestreamer auf das alte Spiel wieder umgeschwungen sind, weil das halt nicht so verbuggt war. Oha. Ist das eigentlich bei Wrestling auch so wie bei FIFA, dass da jedes Jahr genau eins rauskommt? Bisher ja. Eieieiei. Mit neuen Superstars. Die Leute kaufen halt auch, ne? Ja, ja, klar. Und es ist vor allem immer schlechter geworden über die Jahre. Immer langweiliger und so. Ja, die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass es ein Wrestling-Simulator ist und man will es möglichst realistisch machen, aber sie haben irgendwie viel eingeschränkt, viele Funktionen und das hat viele Fans genervt. Und sie wünschen sich halt so die Spiele von vor 10 Jahren zurück, wo man noch irgendwie auf
Häuser klettern konnte und von da runterspringen kann. Und dieser Realismus-Wahn war vielen halt irgendwie zu viel. Hm. Realismus hat man ja im echten Leben. Ja, eben. Das Was reicht, man auch jetzt im echten Leben hat, Tino, ist eine Corona, eine Covid-Impfung. In den USA, so wie ich, ne? Das mit, ja, so, nicht nur, also ich glaube, in England gab es auch so einen Mann, so einen 91-Jährigen, der so ein virales Interview auch hatte. Hm. Und in den USA, da gab es auf jeden Fall ein Foto von der ersten, die so einen sweeten blauen Merry Christmas mit einem Pinguin-Sweater anhat und die auch 90 Jahre alt ist, obwohl sie gar nicht so aussieht. Hm. Und die hat die erste Impfung bekommen und jetzt gilt es mal zu schauen. Irgendwie hatte ich noch was gelesen, dass zwei Leute gestorben sind wegen einer krassen allergischen Reaktion oder sowas. Ja, das gibt es ja immer bei so Testversuchen von Medikamenten und Impfungen. Ja. Da sterben schon gelegentlich Menschen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist ja auch vorher bekannt, ne? Und es starb so, auch einer in Brasilien, glaube ich, auch während der Testung, aber er war wohl nur in der Kontrollgruppe. Also ist wohl an was anderem gestorben. Okay. Aber da gab es auch erst einen großen Aufschrei. Hm. Da habe ich auch, mir auch gedacht, weißt du, irgendwie an Covid sterben Millionen Leute. Ach, ist nicht so schlimm. Und wenn einer an einer Testimpfung stirbt, oh mein Gott, wird uns alle umbringen. Auf jeden Fall ist es richtig dumm. Aber wenn wir gerade wieder von Corona sprechen, wir können vielleicht mal eine andere Prognose oder Überlegung anstellen. Würdest du sagen, es gibt einen Punkt, so mehr oder weniger also nicht eine Periode, sondern wirklich einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist Corona offiziell vorbei oder wird es bis zum Ende so dahin plätscheln und dann nach und nach irgendwie, weißt du? Also es gibt ja wahrscheinlich nicht so den einen Tag, wo dann plötzlich 3 Milliarden Leute geimpft werden. Das wird ja vermeintlich nicht passieren. Also laut Bernd Höcke ist ja Corona seit dem Sommer schon Geschichte. Ja, hat's sowieso. Hat es dafür beendet erklärt. Aber ich glaube, dass eigentlich wird es sich so ein bisschen hinziehen, also so schleichen tatsächlich. Also man muss erst mal gucken, wer bekommt die Impfung, wer bekommt sie erstmal nicht und so weiter. Das wird sich, denke ich, noch 2-3 Jahre hinziehen, bis irgendwie alle durchgeimpft sind und bis man Corona einigermaßen im Griff hat. Ist meine Vermutung. 2-3 Jahre, da hast du echt eine pessimistische Ansicht. Also da möchte ich ein bisschen halb volleres Glas haben. 2-3 Jahre ist hart. Also A, will ich auf diese fucking Ärztetour gehen im nächsten Dezember. Oder ja, ich auch. Ich weiß es gerade gar nicht. Und B, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zuversichtlich. Also wenn es wirklich eine Impfung gibt, dann zumindest erstmal die Risikogruppen rausballern. Dann irgendwie nach und nach wird ja auch dann endlich mal bekannt sein, was jetzt Immunität angeht, je mehr Zeit ins Land geht. Sodass man irgendwie dann vielleicht, weißt du, sagt, okay, jetzt zumindest, vielleicht gibt es doch Immunität. Und die Leute, ich sehe hier gerade, Alter, Sachsen ist ja rot ohne Ende. Toll gemacht, aber Sachsen. Aber zuerst die Risikogruppen impfen, ob das so sinnvoll ist, weil die bleiben ja eh oftmals zu Hause. Ich glaube, dass man zuerst, also vielleicht ist es sinnvoller, dass man die jungen Leute durchimpft, weil die sind ja die Superspreader und nicht die Omas und Opas. Ja, aber wenn die ins Krankenhaus, also mein Opa hat sich jetzt auch im Krankenhaus mit Corona angesteckt. Mit oh, Covid. Shit. Von daher, wenn die, klar, die sind zu Hause, aber die gehen halt trotzdem auch einkaufen und und gehen vielleicht auch mal ins Krankenhaus. So. Ja, es ist schwer irgendwie abzuwägen, wer zuerst geimpft werden sollte, gerade wenn es darum geht, dass noch nicht genug Impfdosen da sind. Die Entscheidung will ich nicht treffen, wer da zuerst dran ist. Ich habe das aber auch im Stream schon erzählt. Hm? Ja, sorry. Nee, sag du erst. Meinst du es länger? Ich meinte, ich bin deswegen pessimistisch, weil wir ja gerade sehen, wir haben eine fucking Pandemie. Und statt dass die Leute sich zusammenreißen, gehen sie auf Demos und hetzen gegen Wissenschaftler und Ärzte und gegen Impfversuche. Und wenn das so weitergeht, werden sich in den nächsten 3 Jahren nicht alle durchimpfen lassen. Dann müssen wir wegen irgendwelchen Vollidioten, die keinen Bock drauf haben, immer noch mit Maske Bus fahren. Es gibt doch Umfragen, irgendwie 2/3 würden sich impfen lassen und nur irgendwie, ich weiß nicht, 1/4 sofort oder so. Was ich sagen wollte, durch dieses, dass mein Opa im Krankenhaus Covid gekriegt hat, da ist mir dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen bewusster geworden, wie egoistisch das ist einfach, weißt du? Corona also zu bekommen? Echt mal. Hä? Corona zu bekommen, also, ist voll was egoistisch. Fällt dem ein? Meine arme Oma, wenn der geht, der quält sich eh seit 10 Jahren schon durch 1000 Krankheiten, aber wenn der geht und meine Oma durchdreht, ist voll egoistisch. Nein, ich meine natürlich,
Ich meine natürlich die Demonstranten. Wie gesagt, demonstrieren an sich von mir aus, ne, gegen irgendwelche Bestimmungen sein, das ist ja völlig fein. Aber da so Ringelpiez mit Anfassen draus zu machen und sich da abzuschlecken, quer über den Bundestag so, das ist irgendwie nicht so geil. Wenn ich mir überlege, vielleicht, wenn das nicht gewesen wäre, hätte sich es etwas weniger ausgebreitet und mein Opa hätte im Krankenhaus kein Covid bekommen. Ja. Who knows? Und da denke ich mir doch, ja, es ist schon ein bisschen egoistisch. Also irgendwie, es wird nochmal bewusster. Und ich war auch letztens einkaufen und hatte dann vergessen, mir so einen Korb zu nehmen, den du jetzt mal tragen musst, damit die abzählen können, wie viele im Laden sind. Und da habe ich dann so eine Frau, die da arbeitet, angepumpt, was mir einfällt, keinen Korb zu nehmen, aber sie selber trug die Maske nicht mal richtig, weißt du, unter der Nase. Mhm. Da dachte ich mir auch so, ja toll. Ja, geil. Ich habe dann auf sie gehört, aber ja, ich habe auf sie gehört und dachte mir, na gut, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress, ich hatte eh irgendwie Feierabend und war irgendwie voll müde, aber trotzdem dachte ich mir, du hast gerade nicht das Recht, mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe, wenn du es nicht mehr hinkriegst, deine Maske zu tragen. Du arbeitest hier, weißt du? Ja. Doppelmoral. Trippelmoral. Von Doppelmoral zu gar keiner Moral, Tino. Coca-Cola, Pepsi und Nestlé mal wieder das dritte Jahr in Folge die Top 3 Plastikverschmutzer. Was ist denn da los? Und vielleicht muss man dazu sagen, ich weiß gar nicht, Nestlé, die haben jetzt vielleicht, also Coca-Cola und Pepsi, die haben ja diese Dosen und Flaschen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das damit reinfällt. Coca-Cola ist auf Platz 1, weil wahrscheinlich die Leute das auch überall hinschmeißen. Soweit ich weiß, zählt das damit rein. Und das hat Nestlé ja weniger. Deswegen glaube ich, wenn die quasi auch so Flaschen hätten, wären die wahrscheinlich auf Platz 1. Weil das ist ja wohl der beste Verein auf der ganzen Welt. Ja, aber Nestlé haben doch ganz viele Produkte. Die haben ja Tiefkühlpizzen, wo dann so Plastikfolien drum sind. Die verkaufen ja richtig, auch Wasser. Aber, natürlich. Aber weißt du, wenn du die zu Hause auspackst, dann haust du die halt in den Müll. Aber wenn du so eine Flasche dabei hast, haust du die halt auch einfach in die Umwelt. Ich glaube, dass das einfach mit Nestlé-Produkten weniger passiert. Aber können die denn in diese Studie einberechnen, was so in die Umwelt geflogen ist? Ich dachte, die berechnen eher so den Müll, der anfällt. Also wenn man so guckt, man guckt in die Natur und da ist da eine Dose, da steht Coca-Cola drauf, da kann man relativ gut zurückrechnen, von wem die ist. Ja, aber das kann man ja jetzt nicht wirklich wissenschaftlich irgendwie evaluieren, oder? Du kannst doch viel mehr sagen, wir beobachten heute den Müll von Weimar und gehen zur Müllabfuhr und zählen mal durch, wie viel von welchen Firmen im Müll gelandet sind, wie viele Packungen. Naja gut, aber wenn das Müll ist, der recycelt wird, ist es ja vielleicht weniger Umweltverschmutzung, weißt du? Also ich glaube nicht, dass das an dieser Sache festgemacht wird, weil das würde eher dafür sorgen, um zu sehen, okay, welche Produkte werden am meisten gekauft. Aber Verschmutzung, da geht es ja auch um den Prozess, der Herstellungsprozess, was weiß ich, die ganzen Fabriken, die überhaben, die ganzen chinesischen Kinder, die sie irgendwo in irgendwelchen Fabriken verheizen, solche Sachen. Weil diese verheizten Kinder, die machen ja bestimmt auch irgendwie ein bisschen CO2, weißt du? Stimmt, die Kinder sind es eigentlich, das Problem. Also man sollte mehr so Roboter produzieren, die das alles machen und so. Ja, auf jeden Fall ein trauriger Rekord. Mal gucken. Man könnte vielleicht einfach anfangen, ein bisschen weniger dieser Produkte zu konsumieren. Erst recht, ne? Also irgendwie Wasser wegklauen und Wasser sich aneignen, alles nicht so geil. Ist und eher ich weiß, so, schwierig. Ich finde Cola auch mittlerweile einfach nicht mehr geil. Als Kind habe ich das getrunken, aber es ist irgendwie das Gefühl am Zahn, das ist irgendwie ekelhaft und ich weiß nicht. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Also ich bin eigentlich viel mehr so ein Mate-Trinker, aber wenn es keine Mate gibt, gönne ich mir schon ganz gern mal eine Cola. Aber selten eine von Coca-Cola? Eher selten tatsächlich, also mehr dann so Vita oder Fritz oder Vita Cola, du bist einfach nur abartig, genauso wie Herr Rodes. Das ist die beste Cola, die es gibt. Kannst du schön woanders gurgeln. Mit dem Zitruskick, voll geil. Ja, Zitruskick, wie im Putzmittel. Naja, also ich will jetzt hier nicht wieder irgendwie zum Boykott aufrufen, aber ich meine Coca-Cola, Pepsi und Nestlé, ich glaube man würde auch ohne die überleben. Obwohl die natürlich mittlerweile in 1000 verschiedenen Branchen drinstecken. Apropos Überleben, ich habe jetzt gelesen, dass die Uiguren wieder ganz schlecht dran sind in China. Und es gab wohl ein internes Huawei-Dokument, in welchem drin stand, dass sie experimentiert haben mit einer Software, die
Gesichter erkennt oder daran das Geschlecht irgendwie erkennen kann, die Ethnie und das Alter. Und da kann man jetzt so ein bisschen Uiguren erkennen können, quasi, darauf schließen, genau, Uiguren zu erkennen und die halt irgendwie wieder mal schlechter zu behandeln in China. Aber ja. Huawei hat sich distanziert und sagte, das ist so nicht ganz richtig. Wir haben nur getestet, es ist nicht veröffentlicht worden. Wir haben nur experimentiert. Ja, weißt so. Du, ich experimentiere auch mit Menschenknochen rum und veröffentliche es nicht. Das ist doch, also, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem ein bisschen strange so, was für mich die uplifting News war, obwohl es mir eigentlich egal ist, scheiß Fußball, aber Griezmann, also der Griezmann, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, irgendwie, der kommt aus Südamerika ursprünglich irgendwie, aber der spielt bei Frankreich, glaube ich. Also ich habe den ein bisschen verfolgt bei der letzten WM. Oder was heißt verfolgt? Ne? Ich habe mitbekommen, dass dieser Mensch existiert. Und der hat aufgrund dessen seine Werbepartnerschaft mit Huawei gekündigt. Und das fand ich immerhin mal einen guten Move. Ein Ehrenmann, ja. Toll. Das ja. machen ja die wenigsten Promis, ne? Also, wenn ich dann so sehe, dass irgendwelche Thomas Gottschalks und so sich für irgendwelche Haribo und so, für irgendwelche riesigen Firmen da kaufen lassen und dann gar nicht wissen, was sie eigentlich alles fabrizieren. Da wegen das müsste die viel öfter passieren, Alter. Das müsste echt viel öfter passieren. So, dann, wenn da so eine Welle wäre, ja, da können dann die Leute wieder rumheulen, das ist Cancel Culture, fuck off, Mann. Wenn eine Firma Scheiße baut, muss ja auch bestraft werden können. Ich als Konsument habe ja wohl irgendwie, und ich auch als Werbepartner habe ja wohl da meinen freien Willen zu entscheiden, ob ich für die mit meinem Gesicht stehen will oder nicht. Und Shoutout an ihn auf jeden Fall, dass er das gemacht hat. Den Konflikt hatte ich auch mal. Ich bin mal eingeladen worden zu einem Casting für einen Werbespot für einen Energy-Drink-Hersteller. Und da habe ich dann, also die haben schon einen Typ gesucht wie mich, so ein bisschen, also blass, schlank, Brille und so, der halt wie so ein Nerd aussieht. Und ich dachte mir, naja, ist schon viel Geld, aber jetzt mein Gesicht hergeben für diese Marke ist nicht geil. Und ich habe mich echt schwer getan, so. Ich dachte, ja, viel Geld, aber ich will nicht die Geschichte eingehen als Gesicht von dieser Energy-Marke. Es tut weh, aber es fühlt sich im Endeffekt dann doch ganz gut an. Schön, Tino. Da hast du dich wirklich in die Bresche geschmissen. Ja, wenn sie mich überhaupt genommen hätten, es war nur ein Casting, ich wäre da nicht hingegangen, aber schwierig, schwierig. Was? Aber ich kenne aber auch noch so Schauspieler wie jetzt Daniel Brühl. Nee, wer ist denn das? Irgendein Schauspieler, ich komme gerade nicht auf den Namen. Jedenfalls, der macht auch Werbung für McDonald's und solche ganz furchtbaren Ketten mit der Begründung, dass er damit ja seine guten Projekte finanziert. Dass er eben sein Gesicht mal hergibt für so ein scheiß Unternehmen, aber dafür halt tolle Kunstwerke erschafft. Und da finde ich, dass es schon eine sehr einfache Ausrede ist. Ja, ein bisschen. Ist ja, also keine Ahnung, wenn das ins Extrem, ne? Wir kennen es ja jetzt, Godwin's Law. Wenn das ins Extrem, ja, ich habe nur mit den Nazis hier irgendwie zusammengearbeitet und mein Gesicht für Konzentrationslager hergegeben, um dann einen Baum pflanzen zu können. So. Keine Ahnung, ja. Das ist irgendwie nicht so geil. Nun gut, was nicht so geil ist für Donald Trump, ist, dass Biden und Kamala Harris, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das jemals passiert ist, zwei Personen zur Person of the Year vom Time Magazine. Das hat ja immer so eine richtige Strahlwirkung. Ist jetzt keine Überraschung, weil immer der neue Präsident quasi Person of the Year geworden ist. Aber in diesem Sinne ist es das erste Mal, dass es zwei Leute sind. Kamala Harris natürlich was Besonderes, weil erste Vizefrau überhaupt und dazu noch Person of Color, also African American und Latino in einem. Und Trump freut sich nicht darüber. Der hat ja irgendwie auch Fake Person of the Year bei sich aufgehangen. Weil letztes Jahr hat er ja schon richtig Rambazamba gemacht, als es Greta geworden ist, ne? Ja, Armer er Trump. Mischt sich zu sehr solche Sachen ein, die ihn gar nichts angehen. Ich meine, das ist jetzt ein ausscheidender Präsident. Der hat sein ganzes Leben lang fast nur ausgeschieden. Also aus dem Mund, verbal. Ja. Und er soll jetzt die Fresse halten, soll einigermaßen noch versuchen, in Würde abzutreten und dann irgendwie, weiß ich nicht, in Talkshows auftreten, Bücher schreiben von mir aus, aber einfach die Fresse halten über Themen, die nichts angehen, keine Ahnung, und aufhören zu sticheln. Ja,
einigermaßen, ist ja so eine Sache. Genau, kann auch irgendwie, man kann ja auch in Würde Kritik ausüben, weißt du, aber er ist immer so würdelos einfach und keine Ahnung. Ja. Wie ein Kleinkind. In Amerika ist auch wieder viel passiert. Wie gesagt, ein bisschen weniger verfolgt, aber jetzt hat der Supreme Court zweimal quasi potenzielle Gerichtsverfahren abgelehnt. Erstmal in Pennsylvania, dann haben alle gesagt, ja warte, das war ein Lawsuit, den wollten die mit Absicht nicht, damit das schneller passiert, dass wir mit Texas beim Supreme Court ankommen. Und dieses Texas-Ding wurde quasi jetzt auch abgelehnt. Und eigentlich gibt es jetzt kein Rütteln mehr. Jetzt, alle legalen Wege sind quasi ausgeschöpft, die man machen könnte, um diese Wahl anzufechten. Eine Sache gibt es wohl noch, also es gibt ja diese Wahlpersonen, genau, die ihre Stimmzettel quasi an den Senat übergeben, um ihre Wahl zu konfirmen. Aber das geht nicht direkt, oder nicht Senat, ich glaube ans Haus, ist auch egal, an den Kongress halt. Aber diese Stimmen gehen quasi erst an den Vizepräsidenten und dann an den Kongress. Das heißt, theoretisch könnte der halbwegs legal diese Wahlstimmen einfach nicht weitergeben. Ist halt die Frage, ob ein Mike Pence das machen wollen würde. Weil das würde dann wieder ins Gericht gehen müssen und würde da wahrscheinlich auch wieder als nicht korrekt eingestuft. Mhm. Von daher, es bleibt weiterhin spannend, aber eigentlich ist erstmal jeder wirklich legale Weg ausgeschöpft. Jetzt ist halt die Frage, Endsport 2020, kommt da jetzt noch was ganz, ganz Großes oder wird 2021 ein noch viel schlimmeres Jahr und es beginnt mit einem großen Knall? Aber es kann ja passieren, dass die Wahlpersonen einfach für Trump stimmen, oder? Das ist doch eigentlich möglich. Theoretisch ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon vorüber. Ich glaube, dieser Punkt ist jetzt zeitlich überschritten. Ich glaube, das wurde schon confirmed wie die. Also, dass die auch genauso wählen, wie sie hätten wählen müssen, wenn, weißt du? Aber die Wahl war ja noch nicht, oder? Diese Wahlpersonenwahl. War die nicht irgendwie Anfang Dezember? Ich weiß es eben nicht. Keine Ahnung. Da bin ich nicht so drin. Ja, wie gesagt, ich habe mich echt die letzten 2-3 Wochen weniger damit beschäftigt, weil die haben jetzt 50 solche Lawsuits verloren. Und das irgendwie jeden Tag zu lesen, ja, das ist ganz witzig, aber das verwirrt mich dann nur. Das ist mir dann einfach zu viel, okay? Jetzt da wieder irgendwie Lawsuit, da. Egal, was mich aber diese Woche noch interessiert hat in Amerika, das war echt hart. Rebecca Jones ist eine Wissenschaftlerin, die im Mai rausgefeuert wurde, weil sie die Zahlen von Corona nicht beschönigen wollte. Hm. Der Governor von Florida, Ron DeSantis, wollte, dass sie die Zahlen besser aussehen lässt, als sie sind. Daraufhin hat sie sich geweigert und musste dann gehen. Dann wiederum hat sie eine eigene Website erschaffen, die das trackt, also die aktuellen korrekten Zahlen quasi immer angibt und hat da tägliche Updates auf Twitter rausgehauen. Hm. Und die wurde jetzt aufgrund von einem, ja, also es gab quasi einen Hack laut offizieller Seite. Es ist aber kein Hack, es hat sich jemand eingeloggt mit den Anmeldedaten, die es halt so gibt, die irgendwie mehrere tausend Leute auch kennen vom Gesundheitsministerium in Florida. Und die Person hat einfach nur ein kurzes Statement reingehauen in dieses Netzwerk quasi. Ey, speak up, ja, das ist hier nicht cool, dass das irgendwie beschönigt wird und so. Jetzt macht irgendwie was, bevor das hier noch ausufert. Und da wurde behauptet, dass sie das war. Daraufhin wurde ihr Haus geraidet mit gezogenen Waffen. Also einfach nur so eine Wissenschaftlerin, die zu Hause chillt mit ihren Sachen, nichts Böses ahnt. Öffnet die Tür, sie hat es zum Glück filmen können, öffnet die Tür, die Leute stürmen rein, ziehen die Waffen, richten sie teilweise auf ihre Kinder, obwohl da nicht irgendwie, ne, da ist ja keine Gefahr im Verzug, weil eine irgendwie tägliche Corona-Updates postet. So. Und hier wird jetzt vermutet, dass es ein offensichtliches Einschüchterungsverfahren von dem Gouverneur war, um andere Wissenschaftler und auch sie einzuschüchtern. Hat allerdings genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Sie wurde zum nationalen Helden quasi, hat auch über Nacht, und jetzt weiß ich, wie man endlich berühmt wird, man muss sich einfach nur von der Polizei raiden lassen, sie hat über Nacht irgendwie 150.000 neue Follower auf Twitter gekriegt. Mittlerweile sind es irgendwie 250.000 neue seitdem. Und wird jetzt gefeiert und sehr promoted. Ja, geil.
wenn es bei den richtigen Personen trifft, die an Berühmtheit erlangen. Definitiv, schön. Aber das ist ja wohl, also totalitärer geht's ja gar nicht, Alter. Wir stürmen deine Bude, weil uns nicht gefällt, dass du die korrekten Zahlen hier reportest. Vor allem der Gouverneur von Kalifornien, ist der nicht auch Demokrat? Dachte ich zumindest nee, immer. Nee, habe ich Kalifornien gesagt? Florida. Also falls ich Kalifornien gesagt habe, oder ich hab's gerade verwechselt. Ich weiß gerade nicht. Florida ist ja nicht ohne Grund dieses, der Florida Man ist ja so ein Meme, so dass sie da ja, nicht recht. Die allergeilsten sind. Im Kopf, glaube ich, war anders. Ja. Aber apropos diese Top, so Twitter-Leute, ich habe jetzt so eine Statistik gefunden über die Top Neuzugänge auf Twitter in Deutschland, die meisten Follower gewonnen haben. Und die Liste ist sehr spannend. Also, ich mache mir nur die Top 5. Auf Platz 1 ist Christian Drosten. Ja, okay. Ja. Auf 2 Karl Lauterbach. Wer war denn das nochmal? SPD-Politiker. Ja. Ja. Auf Platz 3 ist MyLab, also Mai Thi Nguyen Kim. Ja. Platz 4 ist Markus Söder. Oha, okay. Und Platz 5 Unge. Unge? Also 4 ja, also große 2020 Persönlichkeiten. Also ist mit Unge gar nicht so viel passiert, außer dass Tanzverbot ihn besucht hat, oder? Nee, aber ich finde es spannend, dass jetzt auf den ersten 4 Plätzen irgendwie WissenschaftlerInnen und Politiker sind, weißt du? Das stimmt. Und dann auf Platz 5 Unge auf einmal. Und so ähnlich, lustig ist es auch bei den Top-Hashtags des Jahres. Platz 1, Corona. Platz 2, wow. BTS. Platz 3. BTS, also die K-Pop-Band oder was? Wahrscheinlich. Platz 3, Nintendo Switch. Platz 4, Animal Crossing. Wow. Und Platz 5, Merkel. Merkel! Okay, krass. Aber geil, dass du das mal am Start hast. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, irgendwie so. Wir haben ja noch zwei Wochen, wo wir Brennpunkt machen. Da können wir ja noch gucken, was so andere Statistiken des Jahres, weißt du, was wie wo. Ich meine, Corona-Statistiken liegen ja auf der Hand. Da haben wir jetzt weltweit 1,6 Millionen Tote. Das ist doch eine tolle Bilanz. Wow. Applaus dafür. Alter, und vor allem 72 Millionen Leute, die sie eingesteckt haben. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Gut hochgerechnet auf 7 Milliarden ist es gar nicht so viel, aber trotzdem. Und inzwischen ist es echt so, dass ich rund um mich herum Leute kenne, die Corona haben oder hatten. Es kommt immer näher. Und ich war ja auch schon in Quarantäne für 2 Wochen, weil ich ja Kontakt zu einer Person hatte, die positiv war. Das ist jetzt sehr realistisch und sehr real auf einmal. Das war ja noch Anfang des Jahres anders, als der erste Lockdown war. Also ich glaube, so bis die zweite Woche Januar wird es richtig finster. Weil Weihnachten und Silvester wird da auf jeden Fall nochmal einiges an Stimmung machen. Und danach hoffentlich wird es langsam abebben. Aber Silvester wird jetzt doch nicht so groß, ne? Es kann sein, es wird auch so kommen, dass diese ersten Zahlen, die sie genannt haben, mit 10 Haushalten oder was sie da gesagt haben, es wird nicht zu halten sein. Wahrscheinlich nicht, aber es wird sich auch nicht dran zu halten sein von vielen Leuten. Also sind wir doch mal ehrlich, das wird nichts. Wer Silvester feiern will, der macht das. Und Silvester ist ja eh immer so viel los, du kannst ja am Silvester, kannst du Banken ausrauben, weil keiner es checkt, so, weißt du, da ist doch eh immer, irgendeine Hand wird immer weggesprengt. Die sind eh überlastet, ja, also ich meine, die müssen sich, also gerade die im Krankenhaus, das Personal muss sich ja um die ganzen Idioten kümmern, die sich ihre Hände und Füße und Gesichter wegsprengen und danach noch die ganzen Corona-Leute, also ich will nicht tauschen mit Krankenhauspersonal. Ja. Mit wem ich auch nicht tauschen will, ist Australien. Die haben jetzt ein neues Gesetz, Überwachungsgesetz, das es erlaubt, bis zu 14-Jährige, also runterwärts, ne? Also ab 14 kannst du quasi verhört werden von Government Agents und Journalisten können bis zu 5 Jahre ins Gefängnis, wenn sie sich weigern, ihre Quellen zu veröffentlichen. Und die Autoritäten könnten hacken, heimlich übernehmen, kopieren, löschen, alles Material auf Computer. Also das ist ganz schön hässlich, was da alles zusammengebraut wurde. Ich dachte eigentlich Australien ist ganz nice, so, ne? Also so ähnlich wie Neuseeland, aber scheinbar nicht. Das ist ja richtig finster. Das heißt, wenn jetzt Journalisten haben irgendwie geheime Quellen, so weil sie schützen müssen, das dürfen die gar nicht veröffentlichen.
Also hier steht noch, ich bin da nicht 100% reingelesen, deswegen ich auch am Ende, wir sind ja auch fast am Ende. Ich wollte das ja nochmal reindingsen, damit wir es wenigstens erwähnt haben. Aber hier steht Australia to pass, also ist es quasi im Begriff, es zu tun. Kann demnach vielleicht noch irgendwie verhindert werden, aber das ist, ich werde mich da mal genauer reinlesen. Ja, wie gesagt, diese Viertelwissen-Sachen, die kommen dann bei uns am Ende. Aber jetzt habt ihr mal davon gehört, wenn es euch interessiert, könnt ihr selber nachlesen. Das nächste noch kleine, ein kolumbianischer Umweltaktivist oder Offizieller, der wurde getötet. Und seit Beginn von 2020 wurden 284 solche Umweltaktivisten getötet. Also in Kolumbien. Das kommt, doch mal das kommt schöne, mir selten vor. Ja, aber das, also das ist... Es ist hallo. Traurig, klar. 284. In einem Jahr? Ja. Ja, das also ist 2020 in jedweder Hinsicht kein gutes Jahr für die Umwelt oder dessen Vertreter. Ja doch, mal kurz ging es doch bergauf, als der Lockdown war, so weltweit. Ja, mal ganz kurz ist der Nebel weggegangen, ne? Mal ganz kurz war irgendwie Shanghai, konnte mal irgendwie den Himmel sehen. Ja, immerhin. Das waren schöne Zeiten. Und apropos Viertelwissen, es gab jetzt eine witzige Szene in Österreich. Ein FPÖ-Politiker, das ist halt so eine Art AfD, also rechtspopulistische Partei, die noch relativ groß sind. Und ein Politiker wollte in dem Parlament beweisen, dass die Corona-Schnelltests sinnlos sind, hat sich so einen Schnelltest genommen und da ein Glas Cola drüber geschüttet und dann hat er angezeigt, dass es positiv ist. Und hat sich jetzt ganz schlau gefühlt, aber die Wahrheit ist einfach, dass Cola so sauer ist und so einen hohen pH-Wert hat sozusagen, dass der Test einfach kaputt geht dadurch und deswegen überreagiert. Und auch die Farbstoffe... Big Brain Time. Ja, genau, aber schön, es sind viele drauf reingefallen, haben das auf Facebook geteilt und so. Und aha, hier, Corona-Lüge, wie kann denn eine Limonade Corona haben? Ja, toll, Menschen fake. Sind so dumm. Und das Hässlichste, was ich gelesen habe, war im Conspiracy Reddit, also wo es nur um Verschwörung geht. Die Leute, die kritisieren das, wenn man Critical Thinking praktiziert. Für die ist das halt kritisches Denken, wenn man alles irgendwie als Schwachsinn erzählt, was offizielle Quellen einem sagen. Weil die ja einem was Böses wollen. Das ist dann Critical Thinking und nicht einfach nur dumm sein. Natürlich kann man eine gewisse gesunde Skepsis... Ja, eine gesunde Skepsis ist ja immer da so. Und, ne, nicht alles 100% sofort annehmen, ist ja völlig fein. Aber von allem, also ins andere Extrem zu gehen und dann gleich zu sagen, alles, was irgendwie von Offiziellen, von Politikern kommt, ist alles immer scheiße. Das ist doch richtig dumm, Alter. Ja, ist es auch. Also hätte man mir vor 5 Jahren erzählt, dass wir eine Pandemie haben und Leute eher gegen die Maßnahmen demonstrieren, als gegen diese Pandemie was zu tun und auf Wissenschaftler zu hören, hätte ich auch gedacht, das kann doch nicht passieren. So dumm ist die Menschheit nicht, aber offenbar doch. Diese ganzen Zombie-Filme sind voll unrealistisch, Tino. Die würden eigentlich in Wahrheit mit den Zombies spielen und sich mit Absicht beißen lassen, weil sie sagen, das ist doch nicht ansteckend. Zombies haben doch niemanden getötet. Vampire töten auch Menschen. Alles nicht so schlimm. Dumm, Alter. Naja, gut. Lieber Tino, was geben wir der Woche? Ich bin nicht ganz so überzeugt. Also dieses Rebecca-Jones-Ding in Florida ist für mich so das Krasseste die Woche gewesen. Cyberpunk interessiert uns beide nicht so sehr. Ja. Es kann sein, dass ich viel Spaß habe, wenn ich das irgendwann mal spielen werde, in einem soliden, nachgepatchten Zustand. Aber aktuell, erste Impfung, okay, das ist ja was. Ja, es brodelt wieder, was so Corona angeht, dass die Zahlen wieder hochschellen und dass die Politiker ihre Pläne wieder umschmeißen müssen. Und es wird über Ausgangssperren gesprochen bundesweit und die gibt es auch teilweise schon in Sachsen und in Bayern, glaube ich. Das finde ich krass und dass Merkel emotional geworden ist zum ersten Mal, weil sonst war sie ja immer sehr, ja fast wie eine Robotermutti. Jetzt fängt sie an fast zu weinen im Bundestag. Das ist schon was Großes, aber nichts, was geknallt hat. Ja, finde ich. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also ich wäre echt fast so bei einer 5 oder so. Bei einer 4 wäre ich fast. 4, okay. Für mich ist es nämlich eher wieder so ein Ding, okay, also es brodelt, wie du sagst. Und wenn nächste Woche quasi ein paar Resultate davon kommen, wenn ein harter Lockdown kommt und dann die Leute irgendwie die Straße voll scheißen, dann gehe ich gerne auch ein bisschen höher.
Ja. Wir können von mir aus sogar auf die 4 gehen, weil das Rebecca Jones-Ding, gut, das ist halt Amerika. Das ist jetzt auch nicht so. Aber es ist trotzdem hart. Also das ist, ich weiß nicht, ein krasserer Übergriff fällt mir jetzt nicht ein. Also hier so Abuse of Power mäßig. Nee, nicht ganz, nee. Wir dürfen gespannt sein auf die kommenden Wochen und auf Weihnachten. Wie wir Weihnachten feiern dürfen, wie wir Silvester feiern dürfen. Und Robin, ob wir beide uns nochmal sehen dieses Jahr. Ja, wir drücken die Daumen. Wir drücken auch die Ohren zu, denn die Musik ist sehr laut und tut weh. Au, au, au. Autschi, autschi, autschi. Ja, auf jeden Fall. Au, Tino, au, die Musik.